Ja, für Frieden auf der Straße hier in Oldenburg am 21. August 2023. Noch nie war es so wichtig, wie in den jetzigen Zeiten für Frieden ein Zeichen zu setzen. Egal, wer hier die Schuld trägt, Russland oder auch die Ukraine. Es ist wichtig, dass wir auf die Straße gehen, weil wir Frieden haben wollen. Das ist so eklatant wichtig, Zeichen zu setzen und die Message nach außen zu tragen, dass wir nicht für Krieg sind. Diplomaten statt Granaten, das ist hier das Stichwort. Und dafür machen wir uns alle stark und gehen hier aktiv auf die Straße. Ja, würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei wärst, hier für Frieden ein Zeichen zu setzen auf der Straße und auch für ein bezahlbares Leben hier aktiv auf die Straße zu gehen. Denn ich will mir gleich ausmalen, was am 1. Januar 2024 in unserem Portemonnaie los ist und ob überhaupt noch was los ist. In der Regel mit einer kleinen Schmusskunst. Auf die Straße! Für die trauernden Kinder! Auf die Straße! Und für die trauernden Eltern! Auf die Straße! Für die trauernden Kinder und Eltern auf beiden Seiten des Krieges! Auf die Straße! Für den Frieden! Auf die Straße! Für den Montag, 18 Uhr, Rathausplatz, runter vom Sofa! Auf die Straße! Danke für Neugier. Bitte sehr! Für die Kinder! Auf die Straße! Für die trauernden Eltern! Auf die Straße! Und für die trauernden Kinder! Auf die Straße! Und wieder für den Frieden! Auf die Straße! Jeden Montag, 18 Uhr, Rathausmarkt, runter vom Sofa! Auf die Straße! Dankeschön, Oldenburg! Bitte sehr!